Wir wollen uns heute mal über die inzwischen wirklich unzähligen Wiederveröffentlichungen originaler NES-Spiele unterhalten. Wer macht das? Für wen ist das interessant? Dürfen die das überhaupt? Und wie finden wir das so? Los geht's! Vorneweg ganz kurz nochmal, wir sprechen heute nicht zentral über die blühende Szene diverser Neuentwicklungen, also Homebrews jetzt für das NES oder andere alte Systeme. Das ist zwar auch ein ziemlich interessantes Thema und da gäbe es auch echt eine Menge cooles Zeug zu zeigen, würde aber für dieses Video ein bisschen den Rahmen sprengen. Vielleicht ist das ja an anderer Stelle mal ein eigenes Video wert, können wir mal gucken. Heute wollen wir jedenfalls erstmal über das reine Wiederveröffentlichen von originalen NES-Games sprechen. Kurz vorweg, das gibt's natürlich nicht nur für NES-Games, sondern auch für andere Systeme, aber wir machen jetzt mal hier ganz speziell nur den NES-Bereich. Nicht nur Limited Run Games veröffentlicht seit geraumer Zeit NES-Spiele, die es auch damals schon lizenziert gegeben hat. Ja, auch andere Publisher hauen uns die alten Spiele nochmal frisch produziert um unsere Ohren. Mega Man 2 bei einem 8-Bit, Metal Storm, Holy Diver und Hammerin' Harry von Retrobit Gaming, 8 Eyes von Pixelheart und. Wie schon gesagt, alte Spiele werden neu produziert. Ja, und das offenbar mit einigem Erfolg. Dennis, wie sieht das aus? Dürfen die das denn überhaupt? Naja, ich sag mal so. Dürften sie es nicht, wird wahrscheinlich schon irgendwer reingrätschen und was dagegen unternehmen. Die Frage ist am Ende eigentlich immer, wer ist der Rechteinhaber und wurde das Release mit dem vertraglich geregelt? Ne? Du hast zum Beispiel gerade 8 Eyes erwähnt. Das wurde letztes Jahr nochmal vom Pixelheart neu aufgelegt. Mhm. Und da steht zum Beispiel ganz klar hinten auf der Verpackung drauf, dass die Lizenzrechte des Spiels bei Pico Interactive liegen. Wie die jetzt wiederum an die Rechte für dieses Spiel gekommen sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber das nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Mhm. Und Limited Run Games macht da eigentlich nichts anderes. Ne? Die haben bezüglich der Star Wars Games einen Deal mit Disney. Und um nochmal auf die Kernfrage zurückzukommen, generell, ja, die dürfen das. Was sie aber zum Beispiel nicht dürfen, das ist irgendwelche offiziellen Nintendo-Siegel mit auf das Modul oder auf die Verpackung zu drucken. Mhm. Man sieht oft irgendwelche Siegel, die versuchen, vom Look and Feel her dem Ganzen etwas nahe zu kommen, in Anlehnung an das alte Design. Ich denke mal, um das Nostalgie-Feeling ein wenig zu triggern. Das Original-Siegel von Nintendo, ne, Original Seal of Quality, das dürfen sie natürlich nicht, ohne Okay von Nintendo. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist den Unterschied klar zu machen, auch wenn wir hier teilweise wirklich über Re-Releases sprechen, so sind das letztendlich aber für mich zumindest keine Reproduktion im herkömmlichen Sinn, da man schon deutlich erkennen kann, dass es sich hier um neue Veröffentlichungen handelt, teilweise einfach zum Beispiel durch ein komplett anderes Coverdesign oder auch durch andere Cartridge-Farben oder, das finde ich dann auch zwischendurch mal ganz cool, es wird ein Spiel in einer Region veröffentlicht, in der es damals nicht verfügbar war und so weiter. Für wen sind denn diese ganzen Veröffentlichungen eigentlich überhaupt interessant? Was denkst du? Also, ein paar Sachen hast du ja schon angesprochen. Ich würde, glaube ich, generell erstmal sagen, dass das vom Spiel selber abhängt. Denn für die vorhin schon so aufgelisteten Spiele, die ich so am Anfang gesagt habe, da gibt es ja ganz unterschiedliche, ich sag mal so, Existenzgründe. Ne? Holy Diver zum Beispiel ist damals exklusiv eigentlich ja nur in Japan auf dem Famicom erschienen. Und eine Veröffentlichung auf dem westlichen Markt jetzt für das NES ist also quasi eine Premiere. Das gab es halt damals nicht. Und der Begriff Re-Release ist ja im allzu wörtlichen Sinne eigentlich im Grunde ein bisschen hakelig, ne? Ähnliches gilt auch zum Beispiel für Hammerin' Harry, das von Retrobit Gaming zum ersten Mal zum Beispiel für den US-Markt verfügbar gemacht wurde, weil, ja, Harry ursprünglich halt außerhalb Japans nur als PAL-Version erschienen ist, ne? Das ist das, was du eben meintest mit den Regionsausschlüssen, die da jetzt irgendwie mal beliefert werden. Bei Metal Storm ist das zum Beispiel andersrum, ne? Das gab's bei uns nicht und so weiter und so fort. Der erste und, wie ich finde, überaus reizvolle Grund ist also schlichtweg eine Veröffentlichung auf Märkten, auf denen das jeweilige Spiel im Original gar nicht erschien. Somit sind diese Games eigentlich wahrscheinlich eher für Käufer interessant, die halt eben zu einer vernünftigen Veröffentlichung, sag ich mal, greifen wollen und ehemals nicht erschienene Spiele halt physisch sammeln oder spielen wollen, ohne jetzt auf irgendwelche billigen AliExpress, China, Repros oder Emulationen halt zurückgreifen zu müssen.
Es gibt aber auch noch andere Fälle. Mega Man 2 habe ich ja zum Beispiel vorhin auch gesagt, ne? Das kam in so einer Art 30th Anniversary Jubiläums Sonderedition und einfach als Sammelobjekt von einem 8-Bit in den Handel. Genauso wie eine Version von Battletoads, unserem ganz normalen Battletoads vom NES, das auch bei einem 8-Bit in so einer Legacy Cartridge Collection halt erschien. Hier haben wir also schön gemachte Sondereditionen, die, hast du ja eben auch schon angesprochen, denn so schöne Cartridge-Farben haben und das ein oder andere extra oder eine schöne Verpackung, ja, die dadurch eben so ein bisschen den allgemeinen Legendenstatus der Spiele pushen sollen. Mega Man 2 und Battletoads sind aber jetzt auf keinem der angepeilten Märkte irgendwie in irgendeiner Form eine Premiere oder sowas. Die sollen halt einfach durch ihre tolle Veröffentlichungsform und den allgemeinen Retro-Hype und Sammlungsboom letztendlich irgendwie verkauft werden. Auch die Re-Releases von Limited Run Games sind im Grunde optisch aufgehübschte Repros, würde ich mal sagen. Beide NES-Star Wars-Spiele, übrigens leider ja nicht die Famicom-Version, das ist echt schade, ne? Das hätte ich ja gerne gehabt. Dann gab es noch Shadow of the Ninja, was bei uns ja auch als Blue Shadow ganz offiziell erschienen ist. Und jetzt gerade aktuell Scat, ne? Hierzulande besser bekannt unter dem Titel Action in New York. Das sind im Grunde Reproduktionen von eigentlich auch heute noch in der Regel eigentlich ganz gut verfügbaren originalen NES-Spielen. Diese Games sind vermutlich, ja, würde ich sagen, auch vor allem für Sammler interessant. Keine Ahnung, würde ich zum Beispiel jetzt eher auslassen. Wie ist denn so deine Meinung zu den Re-Releases von original lizenzierten NES-Spielen? Da muss ich ganz ehrlich sagen, in den meisten Fällen sind diese Re-Releases gar nichts für mich. Also bisher eigentlich in allen Fällen. Hm. Ich brauche irgendwie so den Real Deal. Ich brauche den Lizenz-Shit von damals mit offiziellem Seal of Quality und nicht so einen neuen Re-Release-Kram. Und auch nicht mal zum puren Zocken der Games, die es damals zum Beispiel nur in Japan gegeben hat und die es dann jetzt nur durch so einen Re-Release in den Westen mit Übersetzung geschafft haben. Das brauche ich irgendwie auch nicht jetzt besonders auf Cartridge, ne? Also da sage ich ganz ehrlich, bevor ich dafür Geld ausgebe, lade ich mir lieber einen ROM runter auf einen Mister oder auf einen NT-Mini und zock das dann da drauf. Holy Diver habe ich jetzt zum Beispiel neulich mal geschenkt bekommen tatsächlich. Und da freue ich mich auch sehr drüber und würde das jetzt auch nicht direkt wieder verkaufen wollen. Aber muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es mir nicht selber gekauft. Hm. Wie ist das mit den Limited Run Games? Ich weiß, du bist ja auch zum Beispiel ein ziemlich großer Star Wars Fan. Ja, genau. Also die Limited Run Star Wars Games, ne, auf Blister müsste ich eigentlich voll drauf abfahren, weil ich ja eine Zeit lang und auch echt intensiv, ne, also bevor ich eigentlich mit dem Sammeln von Retro-Spielen angefangen habe, habe ich eigentlich viel mehr Star Wars Figuren gesammelt, ne, lose Figuren auch und auf Karte und ich hatte richtig viel. Und dieses Packungsdesign, was Limited Run Games da gemacht hat für diese Star Wars Re-Releases, die sind ja sehr stark an die alten Kenner-Karten angelegt. Jo. Normalerweise, wie ich gerade schon gesagt habe, müsste ich da voll drauf abfahren. Aber ich sag dir ganz ehrlich, es lässt mich total kalt. Und okay. Ich habe mir da auch keins von geholt. So, ich gebe zu, manchmal, wenn ich dann irgendwie mal so eine Box irgendwo bei jemandem in einem Pickups-Foto oder was sehe, dann denke ich schon, hättest du es vielleicht doch holen sollen, aber das verfliegt ganz schnell wieder und wenn dann was Ähnliches wieder zu haben ist, dann gehe ich da total dran vorbei irgendwie, ne? Und ich will aber trotzdem absolut nicht ausschließen, dass es irgendwann doch mal ein tolles Re-Release gibt, wo ich sage, das ist es, das muss ich jetzt haben. Ich könnte dir jetzt im Moment überhaupt nicht sagen, was das sein könnte, ja. Habe ich keine Idee. Aber eine Sache, wo ich sage, wenn jetzt Nintendo nochmal offizielle Re-Releases zum Beispiel von Super Mario Bros. 1 bis 3 machen würde oder so, das würde ich, glaube ich, das wäre geil. Das wäre, genau, das fände ich ziemlich geil und dann würde ich da wahrscheinlich auch zuschlagen. Aber ich glaube, da warten wir vergebens. Sowas wird es wahrscheinlich eher nicht geben, ne? Wie ist denn das bei dir so? Also Holy Diver weiß ich und Metal Storm, denke ich, hast du auch. Wie findest du denn die anderen Wiederveröffentlichungen? Auch geil oder eher nicht so? Also jetzt Star Wars zum Beispiel. Also bei mir kommt das echt drauf an, ne? Also Spiele, die bei uns jetzt gar nicht erschienen sind, wie zum Beispiel eben Holy Diver, Metal Storm, die halt auch im Original dann auch noch oftmals ziemlich teuer sind oder halt kaum verfügbar. Oder die, muss man ja echt zum Beispiel Holy Diver hervorheben, hier mit so einer geilen Box kommen. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich die in meinem Game Room hier sehe. Mit ganz vielen tollen Zusatzzeug und einer schön gemachten NES-Cartridge. Wirklich cool, echt, muss man sagen. Das ist irgendwie durchaus interessant für mich, muss ich sagen. Reine Sammlereditionen von eigentlich irgendwie eher gewöhnlichen Games, die vielleicht auch schon in der Sammlung sind oder was,
die interessieren mich, wie bei dir eigentlich auch, überhaupt gar nicht. Mhm. Das betrifft jetzt die Games von Limited Run Games zum Beispiel. Ich meine, gut, mein Geldbeutel entlastet das natürlich auch, finde ich natürlich auch nicht schlecht. Und ich finde es irgendwie auch cool, dass es die gibt. Sie sind halt irgendwie nur nichts für mich, aber natürlich, weiß ich nicht, das ehrt die Spiele ja doch irgendwie auf eine bestimmte Weise. Auch wenn natürlich klar ist, dass bei einer Firma wie Limited Run Games da in allererster Linie natürlich irgendwelche ökonomischen Interessen wahrscheinlich ganz vorne stehen. Ja, ganz klar. Machen wir uns natürlich nichts vor, ne? Das triggert irgendwie einen Retro-Hype und soll die Leute halt zum Kaufen anregen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die ganz gut abgesetzt werden. Immerhin gibt es ja doch immer wieder mal welche. Aber für mich ist das irgendwie persönlich nichts. Da ist es mir dann doch auch zu verfügbar im Original einfach. Also das kannst mir jetzt auch nicht irgendwie kommen mit Game Preservation oder sowas, weil dafür sind die Spiele einfach zu gewöhnlich irgendwie. Ja, das stimmt. Ja, und einfach nicht selten genug, ne? Ich meine, so ein Holy Diver im Gegensatz, das gibt's halt als NES-Version gar nicht. Ich find's einfach geil, dass ich das jetzt hier auch als NES-Cartridge zocken kann, ne? Das finde ich cool irgendwie. Ja. Aber nochmal was ganz anderes. Wie sieht das denn jetzt aus, wenn zum Beispiel NES-Spiele auf modernen Plattformen erscheinen? Zum Beispiel jetzt irgendwie als PS4-Collection-Ausgabe oder für die Switch oder sowas. Ist das dann eher dein Ding und kannst du da eventuell mal ein paar schöne Beispiele nennen? Das finde ich wirklich spannender, sage ich mal, und auch aus verschiedenen Gründen. Um mal zwei Beispiele zu nennen, ne? Es gibt zum Beispiel einmal diese 8-Bit-Adventure-Anthology, zu der es von Limited Run Games dann auch eine physische Veröffentlichung gab. Mhm. Und das ist aber für mich, sage ich auch ganz ehrlich, ein reines Sammelobjekt. Ne? Also wegen der Steuerung, die auf der Originalkonsole schon hakelig war, würde ich jetzt diese Adventure Games auch auf der PS4-Collection, ehrlich gesagt, nicht noch mal zocken. Ne? Mhm. Ja, und dann gibt's noch zum Beispiel auch schon längst digital, wird es aber auch noch physisch von Limited Run Games geben, die Castlevania Anniversary Collection für PlayStation 4 und Switch. Ja. Mega geil. Und das auch nicht nur zum Sammeln, sondern halt auch zum Zocken, ne? Bei der finde ich halt auch ganz geil, dass da ja zum Beispiel auch mit Kid Dracula, ne, ein Spiel mit drauf ist für den Westen, welches es ja so eigentlich immer bisher nur auf dem Famicom gab, ne? Finde ich an der Stelle auch nochmal ganz cool. Ja, das ist auf jeden Fall sehr erwähnenswert, das ist richtig. Mhm. Wie seht ihr das denn? Findet ihr eher, dass alte Games in ihrer Ära bleiben sollten und nicht neu aufgelegt werden dürften? Oder findet ihr das okay, vielleicht sogar richtig geil? Wollt ihr das dann aber lieber auf dem Originalmedium oder portiert für aktuelle Hardware sehen und seid ihr der Meinung, dass diese Veröffentlichungen den Sammlermarkt bereichern? Genau, schreibt uns doch ganz gerne mal eure Meinung zum Thema in die Comments. Wir lesen auf jeden Fall ja immer alles und sind schon echt gespannt, was ihr dazu so zu sagen habt. Und wir melden uns an dieser Stelle erstmal ab für diesen kleinen Mini-Talk. Das nächste Video gibt es dann in 2 Wochen am Sonntag. Ja, und bis dahin erstmal, ciao, ne? Jo, ciao.